Also, herzlich willkommen zur 14. Vorlesung in Digitaltechnik und Entwurfsverfahren. Heute im Hörsaal am Fassadengarten. Ich bin mir nicht genau sicher, ob heute aufgezeichnet wird, aber lassen wir uns mal überraschen. Also, wo haben wir aufgehört? Letzte Woche waren Multiplexer, Demultiplexer, Implementierung beliebiger Schaltfunktionen mit diesen, mikroprogrammierte Logik und dann haben wir noch Speicher, SRAM, DRAM und ROMs kennengelernt. Heute machen wir da ein bisschen weiter und werden dann weiter zum nächsten Thema gehen. Also, wir haben ja gesagt, bei diesen Demultiplexern zum Beispiel haben wir immer die disjunktive Normalform realisiert. Genau. Heißt natürlich auch, dass wir Minterm benutzt haben, um die Funktion darzustellen. Bei großen Funktionen kann es natürlich sehr aufwendig werden, das heißt, vielleicht will man da sich ein bisschen Aufwand sparen und deswegen versucht man dann die disjunktive Minimalform zu verwenden, weil auch hier lässt sich die Funktion dann ein bisschen kompakter darstellen und dafür gibt es diese sogenannten Programmable Logic Arrays, PLAs abgekürzt. Und im Vergleich zum ROM, der Unterschied zum ROM ist, dass wir hier tatsächlich nicht Minterme verknüpfen, sondern Primimplikanten. Und dafür werden wir dann im Schaltbild diesen Decoder durch eine UND-Matrix ersetzen. Das sehen wir jetzt hier auf dem nächsten Schaubild. Wir haben hier unsere Konjunktionen, die dann hier disjunktiv verwendet werden. Wie kann man sich das vorstellen? Kurz. Vielleicht, wenn ich hier n Eingänge habe, das heißt, nennen wir das mal x0 und das hier xn-1, dann kann ich hier entweder die Variable bejaht oder verneint zur Verfügung stellen, indem ich hier einen Kontakt herstelle. Beim xn-1 könnte ich hier zum Beispiel die negierte Version von xn-1 nehmen und könnte dann auf einen der Ausgänge beide verknüpfen. Ja? Das heißt, ich habe hier eine Verundung von x0 und xn-1 nicht und würde dann hier verschiedene Terme zum Beispiel mit einem Oder verknüpfen können. Das würde dann hier so aussehen. Ja? So, dazu ein kleines Beispiel vielleicht, also ein konkretes Beispiel. Gegeben seien die schon minimierten Funktionen f1 und f2. f1 sei dann ab nicht oder ac und f2 sei a nicht c nicht oder ac oder abc nicht. Und wir sehen hier schon, dass unser ac jeweils in den Funktionen zweimal auftaucht, also in f1 auftaucht, sowie in f2. Das heißt, man kann es hier zweimal verwenden. Und jetzt würde bei einer konkreten Implementierung würde es so aussehen, dass wir zunächst die Implikanten hier zum Beispiel AB nicht, wenn wir AB nicht betrachten, dann können wir das herstellen, indem wir hier A und B nicht auf diese Leitung verknüpfen. Ja. Das heißt, hier wird A und B nicht erzeugt auf dieser Leitung und es wird dann verodert für die Funktion 1, einmal hier. Reicht allerdings nicht, ich brauche hier noch das AC. Das heißt, AC könnte ich mir erzeugen, indem ich hier A verbinde und C verbinde. Das heißt, auf der Leitung liegt jetzt mein A und C. Und das muss ich natürlich auch, vielleicht machen wir hier die Farbe einfach anders. Blau. Ne? Könnte ich, indem ich hier AC und AB nicht mache, könnte ich hier F1 erzeugen. Ja, hier würde dann mein F1 als Ausgang liegen. Also ich hoffe, das ist jedem klar, dass ich hier quasi so eine Matrix habe, so ein Array habe, wo ich Unverknüpfungen erstelle. Auf der rechten Seite habe ich mein Oder-Glied. Hier verknüpfe ich dann meine Oder-Elemente miteinander, also meine Primimplikanten mit einem Oder. Das heißt, ich kann hier disjunktive Minimalformen recht gut abbilden, weil wir auch hier eine zweistufige Implementierung haben. Ja, ich habe auf der linken Seite meine ganzen Und-Elemente, auf der rechten Seite habe ich mein Oder-Element. Wem ist das nicht klar? Wie das funktioniert? Prinzipiell? Also jeder hat es verstanden. Wunderbar. Dann haben wir die Funktion F2. Hier sehen wir AC nicht. Machen wir das auch mal rot. Also A nicht, C nicht.
Das könnte ich mir jetzt erzeugen auf einer anderen Leitung. Da würde ich dann hier zum Beispiel das negierte A und hier das negierte C abgreifen. Das heißt, auf dieser Leitung liegt jetzt mein A nicht und C nicht. Und hier auf der rechten Seite habe ich natürlich noch die Disjunktion meiner Primimplikanten. Das heißt, für F2 muss natürlich dieser Term mit rein. Wir implementieren jetzt aber zunächst einmal ABC nicht. Können wir mit grün machen. ABC nicht wäre dann hier der erste. Ich würde hier das positive A, positives B und hier das negierte C abgreifen. Das heißt, hier würde dann ABC nicht entstehen auf dieser Leitung. Und natürlich habe ich jetzt alle Terme, alle Primimplikanten, die ich brauche, um mir hier meine Funktion F2 zusammenzubauen. Das heißt, ich habe einmal AC, was jetzt doppelt vorkam. Ich habe einmal A nicht, C nicht. Das haben wir hier. Und ich habe einmal ABC nicht. Ja. Und diese drei Primimplikanten werden jetzt mit oder verknüpft und landen dann zu F2. Das heißt, ich habe hier die Implementierung von F2. Straightforward. Das Einzige, was jetzt hier interessant ist, nochmal zusätzlich, ist natürlich, dass wir hier AC haben und dieser Term zweimal vorkommt. Und ich das tatsächlich auch hier nutzen kann. Ich habe einmal AC für F1 genutzt und ich habe es nochmal für F2 nutzen können. Das heißt, wenn man jetzt so ein PLA hat, dann versucht man nicht Funktionen einzeln zu minimieren, sondern wir versuchen eine Bündelminimierung durchzuführen. Das heißt, man versucht möglichst viele Terme zu finden, die in mehreren Funktionen gleichzeitig vorkommen, wie bei AC in dem letzten Beispiel. Bündelminimierung selber haben wir schon besprochen, in der Übung wurde es auch nochmal kurz behandelt. Der Straightforward-Ansatz wäre natürlich, das grafisch zu lösen, das heißt im KV-Diagramm ein paar KV-Diagramme nebeneinander zu stellen und visuell dann zu schauen, was sich da überschneidet. Ansonsten kann man natürlich auch das formell machen mit dem Espresso-Algorithmus. Auf den sind wir tatsächlich nicht so tief eingegangen und es ist auch nicht Teil der Vorlesung jetzt. Ja. Genau, wir versuchen den Gesamtaufwand zu minimieren. Dafür ist eine Bündelminimierung notwendig. Jetzt gibt es noch verschiedene Variationen vom PLA. Einmal haben wir zunächst mal, wie werden PLAs hergestellt? Die werden ähnlich wie bei ROMs während der Herstellung personalisiert. Das heißt, entweder gibt es diese Teile schon vorgefertigt für eine bestimmte Funktion oder man kann das in Auftrag geben und die werden dann für die einzelnen Bedürfnisse hergestellt. Das heißt, es ist ähnlich wie bei den ROMs. Es ist so ein Read-Only, so ein einmaliges Ding. Wenn man jetzt kompliziertere Bauteile oder wenn man ein bisschen variabler oder dynamischer sein will, kann man natürlich programmierbare Elemente hier nehmen. Da gibt es einmal das FPLA, den Field Programmable Logic Array. Den gibt es dann für eine bestimmte Anzahl von Eingangsvariablen N und Produktterm K sowie Ausgangsvariablen M. Und den Rest kann man natürlich selber programmieren. Das heißt, hier braucht man noch ein Programmiergerät, der tatsächlich die und die Oder-Matrix, also auf der linken und auf der rechten Seite, frei programmieren kann. Doch so viele? Okay, also FPLA haben wir gesagt, frei programmierbar. Frei programmierbar heißt natürlich aber auch ein bisschen teurer, Programmiergerät ein bisschen teurer. Ich habe eine und eine Oder-Matrix. Wenn man es ein bisschen günstiger haben will, kann man zu PAL-Bausteinen, Programmable Array Logic, bisschen ungünstige Abkürzung, weil PLA, PAL. PAL unterscheiden sich eigentlich nur darin, dass diese Oder-Matrix bereits während der Herstellung festgelegt wird, also personalisiert entweder den eigenen Ansprüchen oder vorgefertigt, nach was halt am häufigsten verwendet wird. Und frei programmierbar ist dann einfach dieser Unteil auf der linken Seite. Jetzt haben wir hier so ein kleines Beispiel, die schematische Darstellung eines PAL-Bausteins. Wir haben hier auf der linken Seite K-Produktterme einer Funktion, F1. Die kann man dann hier mit und verknüpfen. Und auf der rechten Seite, wie man hier sieht, sind die Oder-Elemente schon festgelegt. Das heißt, ich habe hier beispielsweise ein F1, das ich dann natürlich auch höchstens mit 4 Produkttermen verodern kann. Oder ein FM, ja, abhängig davon, wie der Baustein halt aufgebaut ist. Jetzt braucht man aber natürlich nicht immer 4 Produktterme, manchmal braucht man vielleicht nur 3. Daher muss man diese unbenutzten Eingänge mit Dummy-Termen
Dummy-Termen belegen, die die Funktion selber nicht verändern. Was kann man da machen? Man kann zum Beispiel bereits vorhandene Produktterme einfach nochmal drüber schalten. Das sehen wir hier in dem Beispiel. Das heißt, ich habe hier ein Oder-Element mit vier Eingängen und ich habe hier die Produktterme BC, AC nicht und AB, die ich implementieren möchte. Diesen einen Eingang, den lasse ich dann allerdings nicht frei, sondern ich versuche tatsächlich einfach das BC beispielsweise doppelt zu belegen, auch auf die erste Leitung. Damit habe ich umgehe ich das Problem einfach. Ja. Ändert für meine Implementierung der Funktion nichts, es ist immer noch die gleiche Funktion und ich kann natürlich hier ein günstigeres Bauteil benutzen. So, dann wären wir mit dem Kapitel zunächst mal durch oder mit dem Unterkapitel. Das nächste Kapitel wären Laufzeiteffekte. Gibt es hierzu noch Fragen? Keine mehr? Gut. Also, Laufzeiteffekte. Wir werden jetzt zunächst mal das Totzeitmodell kennenlernen. Also wir werden zunächst mal schauen, was sind überhaupt Laufzeiteffekte? Warum ist es für uns problematisch oder kritisch oder interessant? Dann lernen wir das Totzeitmodell kennen. Wir werden Hazards und Hazardfehler kennenlernen und diese dann auch analysieren bzw. versuchen zu beheben. So. Laufzeiteffekte. Wir haben immer bisher Gatter auf Gatterebene als ideale logische Verknüpfungen betrachtet. Das heißt, es gibt keinerlei Verzögerungswerte. Die Bauteile schalten von 0 auf 1 sofort. Ja. Wenn man verschiedene Eingabebelegungen verändert, wechseln die alle gleichzeitig. In der Realität sieht es natürlich ein bisschen anders aus. In der Realität muss man die Sachen bauen und dann legt man irgendwelche Widerstände an, hat man irgendwelche Widerstände in den Elementen, man legt bestimmte Spannungen an und das Spannungsverhalten verändert sich abhängig von der Qualität der Bauteile, abhängig von den Bauteilen selber, abhängig von Kapazitäten und so weiter. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal den zeitlichen Signalverlauf von einem realen Gatter anschauen, sieht der ungefähr so aus. Wir haben jetzt hier UX ist unsere Eingabespannung, UY ist die Ausgabespannung, XT wäre meine Eingabevariable und YT wäre meine Ausgabevariable, wie ich sie gerne hätte. Und dieses Bauteil wäre jetzt erstmal Inverter. Idealerweise würden wir jetzt natürlich erwarten, dass wenn ich einen Inverter habe und ich habe hier ein XT, dass ich so einen Verlauf bekomme. Ja, das wäre mein Idealverlauf. Also das ist meine Eingabevariable. Das müsste ich idealerweise links eingeben und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, würde ich dann idealerweise gerne sowas haben. Ja. Und zwar genau da, wo meine Eingabevariable 1 ist, hätte ich gerne eine 0 und da, wo meine Eingabevariable 0 ist, hätte ich hier gerne eine 1. So, das ist das Verhalten, was wir bisher gesehen haben, was wir bisher vorausgesetzt haben. Und jetzt schauen wir uns die Realität an. Und werden ein bisschen ernüchtert. In der Realität sieht es nämlich so aus, dass ich einen Spannungspegel habe, der ist nicht ganz bei 1 oder bei, wenn jetzt 1 bei 5 Volt wäre, wäre der jetzt nicht ganz bei 5 Volt, sondern es wäre bei 4,8 oder sowas. Ja. Und ich hätte dann hier irgendwann einen Spannungsabfall, der geht nicht ganz runter bis 0, der hat noch ein bisschen Restspannung hier und würde dann hier ein bisschen weiterlaufen. Und man sieht, dass hier auch der Abfall selber, dass der nicht so ein rechtwinkliger, dass es nicht ein rechtwinkliger sofortiger Abfall ist, sondern ich habe hier leichte Verzögerungen. Ja? Also hier geht es ein bisschen, zunächst mal langsam runter und dann flacht es hier wieder ab. Also ich habe hier so eine runde Ecken quasi. Ja? Ich schaue mir das Ausgangssignal an und auch beim Ausgangssignal sehe ich, dass man hier so eine Steigung hat. Dann gibt es eine Sättigung, pegelt sich wieder ein auf 4, irgendwas Volt und dann würde hier der Abfall würde wieder so aussehen, dass ich hier einen Abfall habe und dann wieder so ein Einpendeln der Spannung. Hier interessant natürlich bei der Ausgangsspannung, dass man im Gegensatz zur Eingangsspannung nicht direkt beim Abfall die Idealkennlinien hat, sondern dass die Idealkennlinien viel früher kommen. Das heißt, der Spannungsanstieg und der Spannungsabfall, die sind zeitlich verzögert. Hängt damit zusammen, dass man natürlich keine idealen Bauteile hat, man hat irgendwelche Kapazitäten, irgendwelche Widerstände und in der Elektrotechnik ist halt so, dass auch nicht alles ideal ist. Ja. Und man bekommt hier so eine zeitliche Verzögerung rein, ja, bei unserem Ausgabesignal. Jetzt könnten wir natürlich Schaltungen, die wir entwerfen wollen, könnten wir genauso modellieren, können uns hier die Funktionen raussuchen und das Schaltverhalten und so, aber es macht die ganze Sache sehr, sehr viel komplizierter, als es eigentlich sein müsste. Ja. Deswegen sparen wir uns das, wir wollen das nicht so kompliziert haben, sondern
Wir versuchen, diese Effekte annähernd zu beschreiben. Es gibt natürlich einfache bis komplexe Modelle. Das einfache Modell, was wir jetzt betrachten werden, ist das Totzeitmodell. Und was wir hier machen werden, ist, wir werden lediglich die durch die Gatter und Leitungen entstehenden Verzögerungen berücksichtigen. Das heißt, wir schauen uns nur an, wie viel Verzögerung entsteht, wenn ich eine Eingabevariable an einen Gatter schicke und das, was rauskommt, wie viel Verzögerung ist da. Ja, das ist jetzt für uns interessant. So, das heißt, Thema Totzeitmodell. Wir modellieren im Totzeitmodell ein Verknüpfungsglied oder ein Gatter durch zwei Elemente. Einmal durch ein ideales Verknüpfungsglied ohne Verzögerungsanteil, das haben wir hier. Das ist unser ideales Verknüpfungsglied, das könnte jetzt ein und, oder, Negation und so weiter sein. Ja. Und wir haben ein Totzeitglied. Dieses Totzeitglied ist ein reines Verzögerungsgatter, reines Verzögerungsglied und verzögert die Ausführung dieser implementierten Funktion um einen bestimmten Zeitwert tau. Ja? So, das kann natürlich hier, diese, wie gesagt, diese Verzögerung kann einmal durch die Schaltzeit des Gatters entstehen und einmal durch die Leitungsverzögerungen. Wenn man größere Leitungen hat, ist die Kapazität ein bisschen größer. Es gibt kapazitative Effekte beispielsweise. Und hier kann es dann auch zu Verzögerungen kommen. Das alles soll hier mit reingespielt werden in dieses Tau. Das heißt, wir idealisieren auch diesen Ablauf und sagen, einmal gibt es ein ideales Gatter und danach haben wir ein Verzögerungsglied, das uns einfach eine Verzögerung gibt. So. Zeitliches Verhalten, binäre Größe. Ah, genau. Was heißt das jetzt für uns? Wir haben einmal eine Eingabevariable A zu einem bestimmten Zeitpunkt T. Wir haben hier das Verzögerungsglied Tau. Und was jetzt rauskommt auf der anderen Seite ist mein BT. Und mein BT entspricht nichts anderem als mein A zum Zeitpunkt T minus Tau. Ja? Das heißt, hier gibt es keine Funktion, es gibt keine Veränderung der Eingabevariablen. Die einzige Veränderung ist einfach nur diese zeitliche Veränderung. Ja? So kann man jetzt dieses Verzögerungsglied verstehen und formalisieren. Und wir werden jetzt gleich nochmal ein paar Sachen uns anschauen. Dafür werden wir das auch gleich nochmal brauchen. Aber zunächst einmal wieder der Inverter. Ich habe jetzt hier, wenn ich einen Signalverlauf betrachte von x, habe ich hier meine 1, eine logische, und hier meine 0. Und jetzt wird natürlich, wenn ich hier y' hätte, oder nehmen wir eine andere Farbe, nehmen wir eine andere Farbe für das hier. Rot auf grün ist ganz gut lesbar, glaube ich. So. Nennen wir das hier mal y' und ich habe hier meine Eingabevariable x, einmal hier 1, einmal 0, einmal 1. Dann würde ich, wenn ich jetzt y' abgreife, hätte ich natürlich genau das Inverse. Ja, weil es handelt sich hier um ein ideales Glied. Wenn ich jetzt aber y betrachte, also nach meinem Verzögerungsglied, dann habe ich einfach diese rote Kennlinie. Die sich einfach nur um diesen Zeitfaktor Tau verschiebt nach rechts. Ja? Und mein Ausgabesignal sieht dann genauso aus wie hier das rote, nur ein bisschen um den Faktor Tau nach rechts verschoben. Oder um die Translation Tau nach rechts verschoben. Das ist im Grunde jetzt unser Modell. Mit dem wollen wir jetzt arbeiten oder mit dem wollen wir jetzt auch unsere Leitungsverzögerungen einfach modellieren, funktioniert ganz gut. Wir werden jetzt ein paar Regeln nochmal anschauen, wie man hier vorgehen kann oder was man machen kann. Dafür gibt es zum Beispiel eine Anwendung eines Inverters. Das wäre jetzt nur eine Beispielschaltung. Die Funktion selber macht was genau? Wir haben ein Eingabesignal E. Das wird mit oder verknüpft mit der Invertierung des Eingabesignals. Ja? Und wir wissen ja, E oder E nicht ist immer 1. Das heißt, hier bei A müsste immer 1 auskommen. Idealerweise. Wenn wir das jetzt so... Klar, natürlich macht das jetzt nicht wirklich viel Sinn. Man könnte ja auch direkt die 1 auf A schalten. Aber hier zum Verdeutlichen der Problematik wollen wir jetzt diese Schaltung einfach mal betrachten.
Wir gehen jetzt davon aus, dass jedes dieser logischen Gatter eine Verzögerungszeit von einer Nanosekunde hat. Und wir sehen hier schon, dass wenn ich jetzt die Schaltung betrachte, bekomme ich hier eine zusätzliche Verzögerung von einer Nanosekunde wegen meines Inverters. Ja? Das heißt, hier könnte es sein, dass es irgendwann kracht. Meine Erwartungshaltung ist, egal was ich bei E mache, A müsste immer 1 sein. Jetzt schauen wir uns das Beispiel nochmal an. Wir haben hier unsere Modellierung des Todzeitglieds. Das heißt, wir haben hier eine Verzögerung von einer Nanosekunde jeweils nach den einzelnen Gattern. Und wir schauen uns den zeitlichen Verlauf an. Jetzt wollen wir bei Zeitindex 4 wollen wir von E 0 auf 1 wechseln und bei Zeitindex 9 wollen wir von 1 auf 0 wechseln. Betrachten uns für den ersten Abschnitt E gleich 0. Also wir gehen davon aus, dass es vorher auch schon 0 war. Das heißt, an dieser Stelle nach der Negation wäre es natürlich auch schon eine längere Zeit 1. Würde die 1 schon länger stabil anliegen. Das heißt, wenn ich jetzt, nennen wir das mal wie nennen wir das? Nennen wir E'. Dann wäre das hier E'. Das heißt, ich habe hier die Negation von 0, ist natürlich 1, klar. Ich könnte hier die 1 einzeichnen für E, jetzt ist es bei A drin. Okay, macht nichts. Zeichne das einfach nochmal neu. Das ist für A, das heißt, ich habe jetzt hier E', wäre die ganze Zeit bei 1. Ich habe dann hier einen Wechsel von 0 auf 1 bei E. Der Wechsel von 0 auf 1 wirkt sich dann hier direkt aus. Das heißt, ich hätte hier nach meiner Negation hätte ich direkt eine 0 stehen. Diese 0, die hier entsteht, die wird allerdings erst nach dem Verzögerungsteil nach diesem Verzögerungsglied hier ankommen, also hat eine Verzögerung von einer Nanosekunde. Das heißt, für E kann ich dann nach einer Sekunde die 0 weiterleiten. Ja? Für E'. So, das heißt, im ersten Moment habe ich hier natürlich auch eine 1,1 stehen und wechsle dann zu einer 1,0. Was heißt das hier für meinen Ausgang? Ich habe hier die Verknüpfung 0,1 mit oder. Das heißt, hier kommt eine hier direkt kommt eine 1 an, 1 oder 1 kommt eine 1 an, 1 oder 0 kommt auch eine 1 an und diese 1 wird verzögert durch dieses Verzögerungsglied und kommt eine Nanosekunde später natürlich an. Ändert sich aber erstmal nichts, das heißt, es ist erstmal eine konstante 1. So, wir sind jetzt bei E gleich 1 und E' gleich 0, also hier. So, dann geht es erstmal ein bisschen weiter, bis hierhin, da ist nämlich der nächste Wechsel. Jetzt wechselt E von 1 auf 0. Das heißt, zunächst mal kommt die 0 hier an, kommt dann eine Nanosekunde später bei E' an. Ja? Das heißt, ich gehe hier einen Zeitabschnitt weiter und bleibe dann wieder bei der 0. Wir haben hier allerdings 1 oder 0 gehabt, das heißt, hier kam eine 1 an. Jetzt habe ich aber kurzfristig, da jetzt die 0 hier vorher anlag und die Negation der 0 die 1 ist, die 1 aber erst eine Nanosekunde später hier ankommt, habe ich hier zunächst mal eine Konstellation, wo ich hier 0, 0 habe. Ja? Und 0, 0 verodert würde hier natürlich nicht 1 geben, sondern 0. Das heißt, hier kommt eine 0 an und eine Nanosekunde später kommt diese 0 dann tatsächlich auch auf den Ausgang. Fokuswechsel. So, also hier im ersten Moment bleibt es noch auf 1, wechselt dann aber kurzfristig auf die 0. Ja? Sobald sich hier aber die Lage wieder stabilisiert hat, das heißt die Negation dieser 0 auf E' landet, also eine Nanosekunde später, habe ich hier wieder 0,1 stehen. Und 0,1 verodert, gibt eine 1, eine Nanosekunde später kommt die 1 hier hinten wieder an. Das heißt, hier habe ich dann wieder einen Wechsel nach rechts. Hier waren wir die ganze Zeit bei, müsste so aussehen. Ja? Fragen dazu? Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt hier ein kleines Problem. Weil hier ist ja mein A0. Und wir haben ja vorhin gesehen, rein logisch betrachtet müsste ja meine Eingabevariable
unabhängig von meiner Eingabevariable müsste hinten immer eine 1 rauskommen. Aber ich habe ein kleines Segment, wo tatsächlich die Eingabe auf 0 wechselt. Und das hier werden wir gleich nochmal ein bisschen näher betrachten. Nennen wir dann einen Hazard-Fehler. Genau. Also, die Probleme, die wir bei einem idealen Schaltnetz nicht haben, nämlich, dass sich das Ausgangssignal nicht ändert, wenn alte und neue Belegungen denselben logischen Verknüpfungswert liefern, haben wir hier beim realen Schaltnetz nicht. Änderungen können auf verschiedenen Wegen zum Ziel kommen und diese verschiedenen Wege können verschiedene Verzögerungen haben und dadurch können sie auch das Schaltverhalten des Netzes verändern. Ja? Das heißt, etwas, was logischerweise nicht auftreten sollte, kann dann tatsächlich passieren. Und das sind natürlich Sachen, die man nicht haben will, wenn man eine Airbag-Schaltung hätte mit so etwas und da taucht kurzzeitig eine 1 auf, dann geht der Airbag los beispielsweise. Ja? Nicht so optimal. Wie definieren wir einen Hazard-Fehler? Wir sagen, wenn mehrfache Änderungen des Ausgangssignals auftreten, beziehungsweise den Hazard-Fehler selber werden wir nachher nochmal definieren, aber vielleicht ein bisschen vorgegriffen. Hazard-Fehler heißt, dass wenn ich eine Änderung habe, meine Eingabevariablen und keinen monotonen Ausgang habe. Das heißt, wenn sich zwischendrin nochmal irgendwas ändert. Aber mehr zur Definition vielleicht ein bisschen später. Jetzt müssen wir schauen. Beispiel, wir haben jetzt eine Funktion, also Beispiel Totzeitmodellierung. Wir haben jetzt eine Funktion a, die heißt E1 nicht, E2, verordert mit E1 und E3. Das sehen wir jetzt auch hier. E1 nicht und E2, das ist E1 nicht und E2, die beiden hier. Und ich habe E1, E3, E1, E3 ist das hier. Also in meinem KV-Diagramm würde diese die Funktion so aussehen. Wenn ich es von der Implementierung her betrachte, habe ich einmal E1 negiert, verundet mit E2 und verodert mit E1 und E3. Und E1 und E3 habe ich hier, E1 und E3 und verodert natürlich als Funktion. Das Interessante in diesem Schaltnetz jetzt hier ist, dass wir strukturell sagen, wir nehmen hier jetzt mal an, dass dieses UND-Gatter, dass es eine Verzögerung von 3 Tau hat und die restlichen Bauteile eine Verzögerung von 1 Tau haben. Ja? Das heißt, nicht jedes UND-Bauteil muss die gleiche Verzögerung haben, das kann mit der qualitativen Herstellungsprozess irgendwie zu tun haben. Es kann sein, dass man teure Elemente irgendwo nimmt oder günstigere und die haben halt ein verschiedenes Verhalten. Ja? Das heißt, obwohl ich jetzt hier 2 UND-Bauteile habe, zum Beispiel hat dieses 1 Tau und dieses in dieser Modellierung erstmal 3 Tau. So, wir wollen jetzt verschiedene Eingabewechsel in dieser Funktion betrachten. Zum einen seien E2 und E3 jeweils konstant auf 1, das heißt, wir betrachten nur einen Eingabewechsel von E1 und im ersten Fall soll E1 von 0 auf 1 wechseln und im zweiten Fall soll E1 von 1 auf 0 wechseln. So. Und dieses Verhalten schauen wir uns ein bisschen detaillierter jetzt an. Zunächst mal im KV-Diagramm habe ich den Wechsel von 0,1, also von E1 von 0 auf 1 und E2, E3 konstant auf 1, finde ich erstmal heraus, okay, welche sind meine Startbelegungen, also wo ist mein Startfunktionswert? Und anhand des KV-Diagramms kann ich jetzt hier ermitteln, dass das hier mein Anfangswert ist, also wenn bei der Belegung 1, 1, 0 hätte ich hier die Ausgabe 1, das ist hier der rote Ring. Und bei der Eingabebelegung 1, 1, 1, also wenn E1 von 0 auf 1 wechselt, habe ich diese zweite Belegung, das ist hier in diesem Feld und hier ist meine Ausgabe auch 1. Das heißt, ich betrachte den Wechsel von diesem Feld auf dieses Feld und ich sehe, dass beide Ausgaben 1 sind. Das heißt, bei diesem Eingabewechsel müsste mein Ergebnis oder mein Ergebnis dürfte sich nicht ändern, es müsste konstant auf 1 bleiben. Allerdings können wir tatsächlich dieses Verhalten nicht garantieren. Warum wir das nicht garantieren können, betrachten wir uns jetzt gleich nochmal. Hier jetzt nochmal unsere Schaltung. Und wir betrachten jetzt die Eingabesignale im Zeitdiagramm. Das heißt, E2 und E3 konstant auf 1 und E1 wechselt von 0 auf 1 zum Zeitpunkt T0. Ja? Dann können wir uns zuerst X1 betrachten, also hier nach der Negation von E1 und nach dem Totzeitglied. Wir gehen davon aus, dass jedes dieser einen Striche einen Abstand von Tau hat, also einen Zeitabstand von
ein Tau. So, das bedeutet, x1 ist ja die Negation von e1. Das heißt, ich komme hier von der 0, komme auf die 1. Das heißt, x1 müsste bei 1 anfangen und müsste dann auf die 0 wechseln. Allerdings mit einer Verzögerung von tau. Das bedeutet, anstatt dass ich jetzt hier bei t0 wechsle, wechsle ich bei t0 plus tau. Ja? Offensichtlich. Recht einfach, glaube ich. Ich glaube, da gibt es keine Fragen dazu. Dann betrachten wir als nächstes x2. x2 ist jetzt hier die Unverknüpfung von x1 und e2, zusätzlich mit einer Verzögerung von tau. Das heißt, zunächst einmal betrachten wir die Unverknüpfung von x1 und e2. e2 ist konstant auf 1. Verundet mit x1 heißt es, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt bei 1 sind und ab da müssen wir dann auf die 0 wechseln. Allerdings nochmal mit einer zusätzlichen Verzögerung von tau, wie jetzt hier nach diesem und da ist. Das heißt, der Wechsel findet nicht bei t0 statt, nicht bei t0 plus tau, sondern der Wechsel findet bei t0 plus 2 tau statt. Und hier wechseln wir dann auf die 0. Ja? Als nächstes betrachten wir uns den Signalverlauf von x3. x3 ist die Verundung von e1 und e3. Wir wissen, e3 ist konstant, ist eine Konstante 1. Das heißt, im Grunde habe ich den gleichen Signalverlauf wie e1, allerdings mit einer Verzögerung von 3 tau. Das heißt, ich komme hier bei 0 an zum Zeitpunkt t0, warte 3 tau Zeitabschnitte und wechsle dann auf die 1. Ja? So, dann schauen wir uns unsere Ausgabe an. Unsere Ausgabe A ist die Veroderung von x2 und x3. Das heißt, ich betrachte diesen und diesen Signalverlauf und ich muss beides oder nehmen. So, das heißt, überall, wo zumindest eine dieser Variablen eine 1 ist, bin ich direkt bei der 1. Wenn beide 0 sind, bin ich auf 0. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Signalverlauf betrachte, bin ich bei t0 plus 2 tau, bin ich definitiv bei 1. Und hier zwischen t0 plus 2 tau und t0 plus 3 tau habe ich tatsächlich einen Abschnitt, wo x2 und x3 0 sind. Ja, das heißt, für meinen Signalverlauf bin ich bei 1, 1, 1. Und komme dann hier auf die 0, natürlich mit einer Verzögerung von tau. Und wechsle dann später hier wieder auf die 1. Also t0 plus 3 tau müsste ich wieder auf die 1. Das zusätzliche tau hier am Schluss sorgt dann dafür, dass es bei 4 tau ist. Ja? So. Und jetzt sehen wir schon, ein Eingabewechsel und zweimal Wechsel an der Ausgabe. Ich habe einmal von 1 auf 0 gewechselt und einmal von 0 auf 1. Mit Sound. Das hier ist unser Hazardfehler. Und da tritt jetzt hier ein Zeitabschnitt von tau lang tritt dieser Fehler auf. Ja? Also Ausgabe müsste konstant auf 1 sein und tatsächlich ist er hier kurzfristig auf 0. Betrachten wir nochmal den zweiten Eingabewechsel. Wir haben gesagt, die zweite Aufgabe wäre, dass e1 von 1 auf 0 wechselt. Und jetzt hier gehen wir ein bisschen schneller durch. Wir haben x1 ist die Negation von e1. Das heißt, ich habe hier 1, 0, mich hier bei 0, 1, allerdings mit einer Verzögerung von tau. Ich habe x2 ist hier, ist x1 und e2 nochmal mit tau verzögert. x1 und x und e2, was die ganze Zeit 1 ist, ist quasi x1, allerdings mit tau verzögert. Das heißt, ich kann hier tau verzögern und schreibe dann hier den Signalverlauf von x1 ab. x3 ist e1 und e3. e3 ist die ganze Zeit 1, das heißt, ist der Signalverlauf von e1 mit 3 tau verzögert. Ich schaue mir e1 an, ich komme bei 1 und wechsle auf 0 nach 3 tau. So, und dann habe ich hier wieder das oder mit x2 und x3. Das heißt, hier ist überall x3 1, in diesem Bereich ist x2 1, das heißt, hier meine Ausgabe ist konstant auf 1 durchgehend. Und hier sehe ich interessanterweise, hier habe ich keinen Hazardfehler. Also hier habe ich keinen, ja, keinen Hubbel, der kurzfristig von 1 auf 0 wechselt. Obwohl es die gleiche Variablenbelegung ist, nur einmal in die eine Richtung und einmal in die andere Richtung. Also wir halten fest, das Ergebnis beim Wechsel von E1 von 0 auf 1 liefert uns das Ausgangssignal nicht ständig den korrekten Funktionswert. Wir haben hier einen Hazardfehler festgestellt.
Und beim Wechsel von 1 auf 0 gibt es keine Probleme. Ja? So, jetzt ist natürlich, wenn ich jetzt jede Schaltung so betrachten müsste, immer die Signalverläufe hinschreiben müsste, immer überlegen müsste, wie sieht das jetzt aus, muss ich, wo ist mein X1, X2, X3 und so weiter, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Das heißt, wir versuchen jetzt, uns die Sache ein bisschen einfacher zu machen. Und eine Methode hier ist, dass wir alle Verzögerungszeiten sukzessive zum Eingang des Schaltnetzes verschieben. Und alles, was wir nach zum Eingang verschoben haben, und wir werden jetzt hier generell so verfahren, dass unser Schaltnetz von links nach rechts verläuft. Das heißt, unsere Eingabevariablen sind links und unsere Ausgabevariable ist auf der rechten Seite. Das heißt, wir verschieben die Verzögerungsteile von rechts nach links und werden auf der linken Seite alle ankommenden Verzögerungsteile aufaddieren. Dadurch erreichen wir, dass wir das Schaltnetz in zwei Teile aufteilen. Einmal in einen reinen Verzögerungsteil auf der linken Seite und einen reinen Verknüpfungsteil, der natürlich idealerweise keine Verzögerungen hat, auf der rechten Seite. Ja? Dafür müssen wir uns allerdings noch ein paar Sachen überlegen. Wenn wir jetzt alles nach links verschieben wollen, brauchen wir bestimmte Eigenschaften unseres Todzeitenmodells oder dieser Todzeiten. Das ist zum einen die Addierbarkeit, die wir benötigen. Das heißt, wir haben beispielsweise ein Schaltglied. Nee, wir haben kein Schaltglied, wir haben nur die Verzögerungszeiten. Wir haben zwei Verzögerungselemente hintereinander. Genau. Also einmal sei das Tau1, einmal sei es Tau2. Und wir haben hier die Eingabevariable A zum Zeitpunkt von T. Und wir haben die Ausgabevariable C zum Zeitpunkt T. Und zwischendrin, das hier nennen wir dann einfach mal B von T. So. Jetzt wissen wir ja, dass der Signalverlauf von B um den Faktor Tau1 verzögert wird. Das heißt, wir wissen, B zum Zeitpunkt T ist nichts anderes als A zum Zeitpunkt T minus Tau1. Ja? Und wir wissen, dass C nichts anderes ist als B zum Zeitpunkt T minus Tau2. Das können wir jetzt allerdings einsetzen von vorher. Wir wissen ja hier, können die zwei Sachen hier einsetzen. Das heißt, ich möchte statt T, T minus Tau2 hier haben und wäre dann bei, mal hier weiter. Also ich ersetze B durch A, komme dann auf A, T minus Tau2 minus Tau1. Und wenn ich das nochmal umforme und ein bisschen neu sortiere, dann komme ich hier auf A von T minus, Klammer auf, Tau1 plus Tau2. Ja? Das heißt, wir können jetzt hier zeigen, dass wir tatsächlich die Verzögerungsteile aufaddieren können. Wenn ich jetzt das neue Schaltbild zeichnen würde, würde es so aussehen, dass ich ein Verzögerungsteil habe. Ich habe hier meine Eingabevariable A von T, ich habe hier meine Ausgabevariable C von T und ich habe hier Tau1 plus Tau2. Ja? Soweit klar? Jemand Fragen dazu? Wunderbar. So, dann ist die zweite Sache, die wir noch zeigen wollen, die Durchschiebbarkeit. Dafür betrachten wir uns ein Schaltglied als Funktion, sei das hier mal f, die Funktion f, und wir haben Eingabevariable a1 zum Zeitpunkt t und wir haben Eingabevariable a2 zum Zeitpunkt t.
Das Zwischenstück, das nenne ich wieder B von T, damit wir besser beschreiben können, was wir hier machen. Und dann gibt es hier nochmal ein Totzeitglied mit Tau, Verzögerung. Und ich habe hier als Ausgabe mein C von T. So, das heißt, B ist ja die Implementierung meiner Funktion. Ich habe keine Verzögerungszeiten. Das heißt, mein B von T entspricht meiner Funktion mit zwei Variablen. Das ist einmal A1 zum Zeitpunkt T und einmal A2 zum Zeitpunkt T. Und ich weiß, dass mein C im Grunde mein B von T ist, nur mit einer Verzögerung. Das heißt, ich habe hier B von T minus Tau müsste es sein. Genau. So, ich kann wieder einsetzen. Das heißt, T minus Tau eingesetzt, komme ich hier auf F von straightforward eigentlich A1 T minus Tau und A2 T minus Tau. Nicht Tau 2, Tau. Ja. So. Alles richtig? Jawohl. So, was heißt das jetzt, wenn wir uns jetzt die entstehende Schaltung anschauen? Habe ich ja hier meine Funktion f. Ich habe hier meine Ausgabe c von t. Und ich habe hier ein Verzögerungsglied von Tau, hier auch. Und hier meine ursprünglichen Eingabevariablen A1 von T und einmal A2 von T. An der Stelle, wenn ich jetzt hier abgreifen würde, hätte ich natürlich A1 von T minus Tau. Und an dieser Stelle hätte ich A2 von T minus Tau. Ja? Also das ist das, was jetzt hier steht quasi. Ich habe hier zwei Eingabevariablen. A1 von T minus Tau ist hier. A2 von T minus Tau ist da unten. Und das ist meine Funktion. C von T. Und wir haben jetzt gesehen, wir können einfach... Also was lernen wir daraus? Wir können ein Totzeitglied, das nach einer Funktion ist, können wir nach vorne ziehen, indem wir alle Eingabeparameter, alle Eingabevariablen dieser Funktion mit diesem gleichen Totzeitglied ja, belasten vielleicht. Ja? So, die zwei Sachen sollten zunächst mal reichen. Also wir haben die Addierbarkeit, dass wir zwei Totzeitglieder, die hintereinander auftreten, dass wir die aufaddieren können. Und wenn jetzt hier Schaltungen auftreten, dass wir die Totzeitglieder vor die Schaltung ziehen können, vor die Glieder ziehen können, ja? Also durchschieben können. Wir betrachten jetzt mal ein Beispiel, Beispiel 1. Und würden jetzt hier, kurz schauen, ob ich hier noch schon reinkritzeln darf. Ich glaube ja. Okay. Jetzt wollen wir das mal hier anwenden. Wir haben hier eine Beispielschaltung, die gleiche wie vorhin, mit unserem Tau jeweils nach den Gliedern und einmal 3 Tau nach dem Unglied. Und wir fangen jetzt hier auf der rechten Seite an und wollen jetzt immer die Totzeitglieder nach links schieben. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Totzeitglied mit Tau, Verzögerung. Das würde ich jetzt einmal hier hinschieben und einmal dahin. Das heißt, macht aus diesem Tau ein 2 Tau, aus diesem 3 Tau wird ein 4 Tau. Der kann mir nicht mehr folgen. Gut, weiter. Nächster Schritt, 2 Tau, einmal in die Richtung, einmal in die Richtung. So, das heißt, aus diesem 1 Tau wird ein 3 Tau. Und hier habe ich erstmal nichts stehen, das heißt, hier ziehe ich dann einfach die 0 plus 2 Tau. Das heißt, hier komme ich dann bei... Ja, 2 Tau.
Ja? Und das hier kann ich dann streichen. Dann kann ich die 3 Tau vor diese, vor die Negation ziehen. Das heißt, streich die, habe hier ein 3 Tau. Hier bin ich ja schon am Anfang. Hier habe ich nochmal 4 Tau, das kann ich vor das Un ziehen. Da ich hier auch nichts mehr zum Aufaddieren habe, streiche ich das hier, mache einmal hier ein 4 Tau und einmal hier ein 4 Tau. So, wenn wir jetzt das ein bisschen nach vorne zeichnen. So, dann sehen wir, dass wir jetzt auf der linken Seite unsere Verzögerungsglieder haben und auf der rechten Seite sollten wir jetzt nur noch ideale Schaltglieder haben. Jeder einverstanden damit? Eine kleine Unstimmigkeit gibt es ja schon noch. Wem fällt das auf? Was ist denn jetzt mit E1 eigentlich? Also jetzt habe ich ja hier eine Verzögerung von 3 Tau. Da unten habe ich eine Verzögerung von 4 Tau. Ja? Bisschen seltsam, oder? Oder ist alles okay? Kein Problem. Kein Problem. Okay, kein Problem, machen wir weiter. Hier ein bisschen schöner gezeichnet. 3 Tau, 2 Tau, 4 Tau, 4 Tau. Das gleiche wie vorhin, nur da sehen wir hier den Verzögerungsteil in ja, Orange und einmal den Verknüpfungsteil nochmal in Grün hervorgehoben. So, dann haben wir noch eine zusätzliche, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Eigenschaft von Totseiten und zwar, kann ich auch kurz zurückgehen hier. Wir haben hier eine Mehrfachnutzung. Also wir benutzen hier E1 beispielsweise mehrfach. Ja? Hier ist es ein bisschen ist noch recht unproblematisch, weil ich die Verzögerungsteile direkt nach der Variablen habe. Was jetzt allerdings passieren kann, ich glaube, ich muss ein bisschen vorgreifen, genau. Was jetzt allerdings passieren kann, ist zum Beispiel so ein Fall. Ich das jetzt nicht eine Eingabevariable doppelt verwende, sondern dass ich ein ja, Schaltglied doppelt verwende. Wenn wir uns das hier anschauen beispielsweise, habe ich ja hier eine Oder-Verknüpfung von diesem Zweig, von diesem Zweig. Ich habe hier ein Und von diesen zwei Zweigen. Ich habe hier ein Und von diesen zwei. Ich habe meine Eingabevariablen. Wenn ich jetzt die Pfade betrachte, wie die Variablen jetzt wandern, dann habe ich hier ein E1. Also ich kritzel mal alles vor, ich werde es nachher wieder wegmachen, damit ihr nachher auch lesen könnt, was da steht. Hier ein E1, das hier lang wandert. Ich habe hier ein E2, das wandert hier entlang. Und ich habe ein E2, das wandert nochmal hier entlang. Ja, und das ist eigentlich mein problematischer Fall hier. Der ist nicht immer problematisch, aber in diesem Fall kann er problematisch werden, wenn wir uns nämlich, also E3 ist hier unerheblich, hat nur einen Pfad bis zum Ausgang. Hier verwende ich nämlich diese Negation. Verwende ich zweimal. Jetzt kann es natürlich sein, wenn ich die Totseiten aufaddiere. Und das machen wir mal kurz. Wir haben hier einmal Tau, einmal 2 Tau und einmal Tau. Das heißt, dieser zweite Pfad, der würde hier eine Verzögerung von 4 Tau bringen. Und wenn ich den unteren Pfad nehme, habe ich einmal Tau, einmal Tau und nochmal Tau. Das heißt, dreimal Tau habe ich hier eine Verzögerung von 3 Tau. So. Das bringt mich jetzt natürlich in eine blöde Situation, weil eigentlich möchte ich ja alle Totseiten ganz nach vorne ziehen, also vor die Bauteile. Und hier ist es einfach nicht mehr möglich, ja, weil ich, ja, ich habe hier eine Inkonsistenz eigentlich. Ich habe hier ein Bauteil mit Negation, das ich hier zweimal benötige, das zwei verschiedene Totseiten hat. Ja. So, das hier nennen wir Mehrfachnutzung von einem Schaltglied. Das heißt, wie würden wir jetzt hier vorgehen? Und vielleicht noch mal kurz, ich habe hier eine Funktion F1, ich habe hier ein Totseitglied Tau, dann habe ich eine Funktion F2 und ich habe eine Funktion F3
Und die haben jeweils nochmal Totzeiten. Einmal gehen wir mal davon aus, dass es Tau ist, und das andere Mal gehen wir davon aus, dass es nicht Tau ist, sondern vielleicht 2 Tau. Nur um diesen Konflikt zu provozieren. Ja? So, das sei mein BT und das hier sei mein C von T. Natürlich Eingabevariable nicht vergessen, also A von T. Also selber Fall wie gerade eben. Den Fall gerade eben werden wir nochmal ein bisschen detaillierter betrachten oder ein bisschen schöner. Ich habe hier Verzögerungszeiten von 2 Tau, wenn ich von oben komme, und einmal von 3 Tau, wenn ich von unten komme. Und wie man jetzt dieses Problem lösen kann, ist, dass man einfach das entsprechende Bauteil, das doppelt verwendet wird, einfach doppelt ausführt. Ja, das heißt, ich zeichne jetzt meine Schaltung neu. Diesmal allerdings mit 2 mal F1. Ich kopiere jetzt quasi diesen Teil hier und mache 2 einzelne draus. So. Hier kann man natürlich zusammenfassen, das heißt, das hier ist mein A von T. So, und den Rest kann ich ganz normal abschreiben, das heißt hier meine Funktion 2, F2 mit dem Totzeit Tau für B von T und meine Funktion 3 mit der Totzeit 2 Tau und C von T. So, und jetzt haben wir das Problem nicht mehr. Jetzt kann ich alle meine Totzeiten nach vorne ziehen. Ja? Das heißt, wenn wir das jetzt mal machen, habe ich ja hier eine Totzeit, ich habe da eine Totzeit, hier eine Totzeit und da eine Totzeit. Das heißt, die nach vorne gezogen, habe ich einmal hier 2 Tau. Ich habe unten 3 Tau. Und wenn ich natürlich die nach vorne gezogenen Totzeiten lösche, bleibt hier nur noch F1 und F2 übrig. Und hier F1 und F3. Und natürlich meine Eingabevariable. Hier wäre wieder A von T. Das heißt, ich habe jetzt hier wieder die Möglichkeit, einen Bereich zu haben, wo nur meine Totzeitglieder drin sind und einmal, wo meine logische Verknüpfung drin ist. Ja? B von T zur Vollständigkeit und C von T. Okay, soweit klar? Also doppelt verwendete Schaltglieder verdoppeln wir einfach auch in der Ausführung. Das heißt, dieser Bereich wird einfach geklont, einmal an den oberen Pfad und einmal an den unteren Pfad gehängt und dadurch bekomme ich dann hier eine Eingabevariable. Also ich habe hier dann wieder individuelle Pfade, wo ich tatsächlich die Totzeiten wieder nach vorne ziehen kann und hier meine Aufsplittung meines Schaltnetzes in 2 Teile wieder bewerkstelligen kann. Also hier nochmal zu dem Beispiel 2. Schöner gezeichnet wäre das hier, das heißt, dieses doppelt vorkommende Negationsglied haben wir jetzt auch doppelt ausgeführt. Wir haben die Totzeiten nach vorne gezogen. Wir haben hier wieder unseren Verzögerungsanteil, der ist hier gesammelt. Und wir haben hier unseren Verknüpfungsanteil, der ist auf der rechten Seite. Soweit schon mal alles klar hoffentlich. Fragen dazu? Müde? Liegt hoffentlich nicht an mir. Ich kann auch schneller reden, wenn es besser wird. Aber ich glaube, es wird nicht besser. Okay, was wir jetzt hier sehen, zusätzlich ist natürlich, dass wir unsere Eingabevariablen E1, E2, E3 hatten. Wir haben jetzt aber nochmal andere Eingabevariablen, E1,1, E2,1, E2,2 und E3,1. Und wie ihr seht, hat man diese neuen Eingabevariablen hat man nach dem Verzögerungsteil. Das heißt, wenn ich jetzt die linke Seite komplett ignorieren würde, also ab grün, wenn ich ab hier alles ignorieren würde, diese Seite, dann habe ich ja ein ganz
ein uns schon bekanntes Schaltnetz einfach mit statt 3 diesmal 4 Eingabevariablen. Ne? Das werden wir uns gleich nochmal anschauen, was hier der Vorteil ist von dem Ganzen. So, nächste Folie. Wir haben gesagt, wir trennen unser Schaltnetz in 2 Teile. Wir bekommen dadurch einen Verzögerungsteil auf der rechten Seite. Das, was wir hier jetzt mit E11, E21, E22 und E31 betrachtet haben, das nennen wir Pfadvariablen. Und diese Pfadvariablen, die werden immer doppelt indiziert. Und zwar wird der erste Index gekennzeichnet durch die ursprüngliche Eingabevariable selber, aus der diese Pfadvariable entstanden ist. Und der zweite Index ist einfach die Aufnummerierung der Vorkommnisse. Das heißt, wenn ich jetzt kurz nochmal zurückgehe, wir haben hier das erste Erscheinen von E1. Das heißt, unsere Pfadvariable hier wird mit E11 indiziert. Wir haben hier das erste Vorkommen der Pfadvariable E2. Das heißt, hier habe ich E21. Hier bin ich beim zweiten Vorkommen von E2. Das heißt, ich bleibe bei E2 und inkrementiere den zweiten Index, bin also bei E22. Dritte Variable kommt zum ersten Mal vor, also statt E3 ich bei E31. Ja? So. Das betrifft jetzt unseren Verzögerungsteil, also die rechte Seite bzw. die Eingabevariablen unseres rechten Teils. Und diese Pfadvariablen zusammen bilden den Pfadvektor. Und den können wir jetzt schreiben mit in der Form E11. Jetzt schauen, 2122 und E31. Ja? Das wäre jetzt mein Pfadvektor. Dann habe ich den linken Teil, das ist mein Verzögerungsteil. Der rechten Teil ist mein Verknüpfungsteil. Genau, also nochmal. Verzögerungsteil links. Ich habe die Farben jetzt falsch rum gewählt, deswegen die Verwirrung vielleicht. Links hier grün gezeichnet, hier dann rot und auf der rechten Seite rot und nachher dann grün indiziert. Also hier meine Eingabevariablen, hier meine Pfadvariablen, hier mein Verknüpfungsanteil. Ja? So, Verknüpfungsanteil oder mein Verknüpfungsteil bildet sich aus den Pfadvariablen und wir haben ein ideales Schaltnetz, also so wie wir es bisher auch kennengelernt haben und wir können verzögerungsfrei dieses Schaltnetz betrachten. Eine Eigenheit hier ist natürlich durch die Konstruktion dieser Pfadvariablen, haben wir das jetzt so gemacht, dass jede Pfadvariable nur einmal vorkommt als Eingabevariable. Ja. Und zusätzlich entsteht natürlich hier auch eine Baumstruktur. Das heißt, wir haben keinerlei Verzweigungen innerhalb wieder, dass uns dann hier zu Komplikationen führen könnte. Wenn wir uns die algebraische Darstellungsform dieses Verknüpfungsteils anschauen, dann nennen wir diesen den Strukturausdruck des Schaltnetzes. Das heißt, es ist die Art und Weise, wie diese Funktion implementiert wurde oder die Struktur dieser Implementierung. Und wichtig hier ist, dass wir die Darstellungsform nicht ändern dürfen, weil wenn wir die Darstellungsform ändern dieser Funktion, also man könnte ja sagen, e oder nicht e oder e oder e nicht ist gleich 1, also schreibe ich da einfach 1 hin, das geht nicht. Denn dadurch verlieren wir diese Information, wie tatsächlich dieses Schaltnetz aufgebaut ist. Das heißt, zusätzlich zu der Funktion beschreibt dieser Strukturausdruck auch die Struktur des Schaltnetzes, ja, offensichtlich. Okay, also nochmal, Pfadvektor sieht so aus und ein Strukturausdruck dieses Schaltnetzes wäre dann zum Beispiel E11 nicht und E21, also E11 nicht ist hier und E21 oder E12 und E31. Ja? Also, statt dem vorherigen E1, E2, E3 haben wir jetzt hier den Strukturausdruck mit unseren Pfadvariablen. Okay? Jetzt müsste ich nicht jedes Mal kurz überlegen, wo wir schön sind. Okay, betrachten wir unser Beispiel 2 mit dem Invertorglied, das wir jetzt verdoppelt haben. Dann ist unser Pfadvektor E11, E21, E22, E31 und der Strukturausdruck wäre dann
E11 und E21 nicht oder E22 nicht und E31. Ja? Sehen wir dann hier. Also zusätzlich zur Funktion wird hier tatsächlich auch die Implementierung dieses Schaltnetzes nochmal beschrieben. So, warum brauchen wir das Ganze? Machen wir nachher, wenn wir jetzt uns die dieses Hazard-Problem nochmal anschauen wollen, dann brauchen wir das tatsächlich. Und es wird uns wird unsere Vorgehensweise erheblich erleichtern. Ja. Zum einen muss man natürlich nicht jedes Mal das Schaltnetz aufzeichnen, um rauszukriegen, wie mein Strukturausdruck oder wie mein Pfadvektor aussieht, beziehungsweise wie meine Pfadvariablen aussehen. Eine alternative Methode ist hier tatsächlich zu sagen, jedes Mal, wenn eine Variable wie E1, E2 oder E3 vorkommt, erzeuge ich einen zweiten Index, der mir das Vorkommnis dieser Eingabevariable bestimmt. Zum Beispiel haben wir hier die Funktion gehabt, E1 und nicht E2 oder nicht E2, E3. Und aus dieser Funktionsbeschreibung kann ich dann einfach bei jedem Vorkommnis von E1 oder E2 oder E3 kann ich nochmal den zusätzlichen Index hinzufügen und genauso könnte ich auch hier auf den Strukturausdruck kommen. Das heißt, E1 zum ersten Mal vorgekommen wird ein E11 draus, E2 zum ersten Mal vorgekommen wird ein E21 draus, in dem Fall negiert, weil auch die Eingabevariable hier negiert ist in der Funktion. Dann habe ich mein Oder, es kommt E2 zum zweiten Mal vor, das heißt hier wird einfach ein zweites Mal der Index 2 oder der Index 2 wird zum ersten Mal hier hinzugefügt. Beziehungsweise der Index, der hinzugefügt wird, ist hier als eine 2, weil es zum zweiten Mal vorkommt. Und dann habe ich E3, was zum ersten Mal vorkommt, daher auch die E31. Ja, das ist eine alternative Methode, hier muss ich dann kein Schaltnetz hinzeichnen, hier muss ich auch nicht überlegen, müssen sich hier irgendwelche Schaltglieder verdoppelt werden, sondern ich kann direkt aus der Funktion meine Pfadvariablen generieren. Genau, das ist nochmal die Beschreibung dieser alternativen Methode und haben wir gerade beschrieben. So, jetzt muss ich überlegen, was hier kommt. Ja, im Grunde genau das, was ich gerade gemacht habe. Nochmal auf der neuen Folie. Wir haben hier die Funktion, zum Beispiel 2 allerdings jetzt, nicht zum Beispiel 1. Wir haben hier die funktionale Umsetzung von E1 und E2 nicht. Oder E2 nicht und E3. Und dann kann ich hier jedes Mal, wenn die Variable vorkommt, also hier kommt E1 zum ersten Mal vor, also habe ich hier die zusätzliche 1. Ich habe hier E2 zum ersten Mal, das heißt, hier kommt meine zusätzliche 1. Ich habe hier E2 zum zweiten Mal, das heißt, hier kommt eine 2. Und dann habe ich hier wieder E3 zum ersten Mal, kommt auch hier eine 1. Habe ich das Beispiel jetzt zu Beispiel 1 oder Beispiel 2 gemacht? Ah, wir haben das hier schon gemacht für Beispiel 2. Machen wir es nochmal für Beispiel 1, dann ist es vollständig. Hier war ja meine ursprüngliche Funktion E1 negiert und E2 oder E1 und E3. Und hier wieder das gleiche Spielchen. Erste Vorkommen von E1, also füge ich noch eine 1 hinzu. Erstes Vorkommen von E2, füge noch eine 1 hinzu. Zweites Vorkommen von E1, also füge ich eine 2 hinzu. Erstes Vorkommen von E3, also füge ich hier eine 1 hinzu. Ja? So, also haben wir es für beide Beispiele nochmal nachvollzogen. So, jetzt wollen wir verschiedene Begriffe nochmal definieren, damit wir nachher, wenn wir die ganzen Methoden erklären, dass wir auch vom Gleichen reden. Zum einen haben wir die Definition des Eingabewechsels. Ein Eingabewechsel ist die Änderung einer oder mehrerer Eingabevariablen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Falls sich mehrere Eingabevariablen ändern sollen, so müssen diese gleichzeitig sich ändern. Also wir gehen hier von einem idealen Eingabewechsel aus. Natürlich ist es in der Realität nicht der Fall. Haben wir schon jetzt mehrfach betont, dass wenn ein Eingabewechsel stattfindet, dass der durch die Struktur des Netzes, durch verschiedene Verzögerungsglieder, dass der zeitlich sich, dass verschiedene Variablen schneller oder verschiedene Variablen langsamer sich ändern können. Das heißt, wir müssen noch einen Übergang definieren. Das heißt, Übergang ist der Vorgang im Schaltnetz, der vom Eingabewechsel ausgelöst wird. Er beginnt mit dem Eingabewechsel und endet mit dem Eintreten des neuen
Ruhezustands. Und hier wichtig natürlich Ruhezustand, das heißt, das Netz selber muss sich nochmal stabilisieren. So, kleines Beispiel. Wir können erstmal die Sachen hier wegtun. So, wir können jeden Übergang mit dem ihn auslösenden Eingabewechsel identifizieren. Wir sagen, wir benennen jetzt Eingabebelegungen mit BI und BJ. Das heißt, wenn wir jetzt von BI nach BJ wechseln, so kennen wir den Eingabewechsel als auch den Übergang. Und wir sagen hier von BI nach BJ, haben wir zum Beispiel ein Beispiel, wenn wir die Eingabevariablen E1 bis E3 haben, mit einer Belegung von 110 und wechseln auf die Belegung 111, dann wechseln wir von der Belegung 6 auf die Belegung 7, ja? Also binär. Und wir sehen aber auch in dieser, diesem Übergang, dass sich hier nur eine Eingabevariable ändert. In dem Fall ist es hier E1, wechselt von 0 auf 1. Warum ist das wichtig? Werden wir auch nochmal gleich sehen. Ein paar Einschränkungen zu der Definition. Einmal der Ruhezustand des Netzes, also das Netz kommt zur Ruhe. Mal rot machen. Dann, dass alle Verzögerungen endlich sind und dass wir immer nur einen Ausgang betrachten werden. Ja. Ein paar Einschränkungen, die wollen wir uns einfach voraussetzen und machen uns das Leben ein bisschen leichter, dass wir nicht so viele Spezialfälle betrachten müssen. So, dann haben wir vorhin gesehen, dass ein Hazardfehler aufgetreten ist bei einem Übergang. Und jetzt wollen wir nochmal definieren, was genau ein Hazardfehler ist. Und wir sagen, ein Hazardfehler ist eine mehrmalige Änderung der Ausgabevariablen während eines Überganges. Also es findet ein Eingabewechsel statt und es gibt nur eine Änderung an der Eingabe und es gibt mehrere Änderungen an der Ausgabe, wenn ihr so wollt. Und wir sagen, ein Hazard, also wir unterscheiden zwischen Hazardfehler und Hazard. Die Unterscheidung ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Wir werden gleich nochmal, gucken, wie wir zeitlich stehen. Ja. Wir werden uns gleich nochmal anschauen, was tatsächlich, wie man das unterscheidet hier. Und wir sagen, ein Hazard ist die durch das Schaltnetz gegebene logisch-strukturelle Vorbedingung für einen Hazardfehler ohne Berücksichtigung der konkreten Verzögerungswerte. So. Das heißt, ein Hazard kann in einem Schaltnetz bestehen, muss nicht unbedingt einen Fehler auslösen. Wenn aber ein Hazardfehler ausgelöst wurde, dann ist auf alle Fälle ein Hazard da. Ja? Fassen wir nochmal zusammen. Für diese ganze Betrachtung von Hazardfehler und Hazard betrachten wir immer nur einen ganz bestimmten Übergang in einem Schaltnetz. Das ist auch sehr wichtig. Also wir betrachten nicht das gesamte Schaltnetz und sagen, das Schaltnetz ist irgendwie, Schaltnetz hat einen Hazard, sondern wir sagen, zu einem bestimmten Übergang im Schaltnetz besteht ein Hazard oder ein Hazardfehler. Und dafür muss natürlich ein bestimmter Übergang hazardbehaftet sein. Das heißt, uns interessieren hier wieder zwei Sachen. Einmal die logische Funktion, die durch das Schaltnetz realisiert wurde. Wenn hier ein Hazard auftritt, dann unterscheiden wir das im Gegensatz zu dem, wenn ein Hazard auftritt, der durch die Struktur des Schaltnetzes bedingt ist. Das heißt, Struktur des Schaltnetzes sind die Anzahl, Verknüpfungsfunktionen, die genaue Implementierung an der Gatter und die Verzögerungswerte und so weiter. Also einmal die logische Funktion, tatsächlich, was macht meine Funktion? Und zum anderen die konkrete Implementierung der Funktion. Also was für Schaltnetze, was für Schaltglieder habe ich verwendet, was für Verzögerungszeiten haben diese und so weiter. Okay. Wann kommen unsere Beispiele? Also, das haben wir schon gesagt. Wenn wir einen Hazardfehler finden, dann wissen wir auf alle Fälle, dass bei diesem Übergang, also sehr wichtig, es geht um den Übergang selber, dass dieser Übergang einen Hazard beinhaltet. Umkehrung gilt allerdings nicht, also aus einem Hazardfehler folgt ein Hazard, aus dem Hazard folgt aber nicht ein Hazardfehler. Aus dem Hazard folgt nur ein Hazardfehler, wenn wir noch zusätzlich ungünstige Verzögerungswerte haben. Ja, also der Rückkehrschluss funktioniert nur, wenn wir zusätzlich noch die Bedingung einfügen, dass wir ungünstige Verzögerungswerte haben. Jetzt sollten wir uns ein paar Beispiele anschauen. Also hier nochmal zur Wiederholung aus unserem ersten Beispiel. Wir hatten hier den Übergang von E1 von 0 auf 1 und haben hier einen Hazardfehler festgestellt.
Wir hatten hier den gleichen Übergang in die andere Richtung. Also nicht den gleichen Übergang, sondern den Übergang in die andere Richtung, den Umkehrschluss. Und hier haben wir ein E1 von 1 auf 0 gewechselt und hier haben wir keinen Hazardfehler feststellen können. Das heißt, wir können jetzt sagen, hier ist der Hazardfehler aufgetreten. Das heißt, dieser Übergang ist hazardbehaftet. Und das, um festzustellen, dass diese Hazardbehaftung da ist, also dass der Hazard da ist, reicht tatsächlich nur einen Hazardfehler zu finden. Ja? Also sobald ich einen Hazardfehler gefunden habe, weiß ich, der Übergang ist hazardbehaftet. So, das war das Beispiel mit unserem 3 Tau, wo unser Hazardfehler aufgetreten ist. Wenn wir jetzt allerdings das Schalten jetzt ändern würden, beispielsweise wollen wir hier aus diesen 3 Tau jetzt 1 Tau machen, also wir wollen hier die Verzögerung dieses Ungliedes verändern oder die Todzeit des Ungliedes verändern, dann können wir nochmal betrachten, was dann genau passiert. Also bei 3 Tau haben wir gesehen, Hazardfehler an der Ausgabe. Wenn ich jetzt hier, mal schauen, wie meine Animationen geordnet waren. So, also, wenn ich jetzt hier zunächst mal meine Verzögerungszeit ändere auf Tau, von 3 Tau auf Tau, dann wirkt sich das zunächst auf x3 aus. x3 haben wir gesagt, ist die Verundung von e1 und e3. e1 ist die Eingabevariable mit dem Wechsel, e3 war konstant 1. Das heißt, hier habe ich genau den Verlauf von e1 mit der Verzögerung von Tau. Das heißt, hier ändert sich mein x3, dass er ab hier nicht 3 Tau-Verzögerungen hat, sondern nur 1 Tau-Verzögerung und dann auf 1 wechselt. Und dann habe ich hier, x3 wirkt sich auf a aus, hat keine Auswirkungen auf x1 oder x2. Das heißt, hier habe ich die Veroderung von x2 und x3. Das heißt, ich betrachte diese 2 Signalverläufe und verodere die. Und jetzt sehe ich, dass x2 bis t0 plus 2 Tau auf 1 ist und x3 von 0 bis, also von Anfang an bis t0 plus Tau auf 0 ist und danach auf 1 wechselt. Das heißt, ich habe hier ständig ein Element, das immer 1 ist. Das heißt, für meine Ausgabefunktion heißt es dann, dass ich hier auf einer konstanten 1 bin. So, das heißt, für den Fall, dass ich jetzt mein Verzögerungsglied von 3 Tau auf Tau ändere, habe ich hier keinen Hazardfehler mehr. Habe ich noch einen Hazard? Warum? Weil es da steht. Okay. Also der Hazard, an dem ändert sich nichts. Wir haben gesagt, der Hazard ist unabhängig von meiner konkreten Implementierung, hängt von der Funktion ab. Und tatsächlich hier habe ich nur meine Verzögerungszeiten geändert. Nur durch die Änderung meiner Verzögerungszeiten werde ich den Hazard so nicht los. Ja? Den Hazardfehler schon. Den Hazardfehler sehen wir offensichtlich, haben wir hier beseitigen können. Aber der Hazard selber, die Hazardbehaftung meines Überganges bleibt trotzdem bestehen. Ja? So, jetzt noch ein paar Definitionen. Wie stehen wir zeitlich? Ganz gut. Also, zunächst mal, statischer Übergang. Wir sagen, ein statischer Übergang ist ein Übergang, bei dem Anfangs- und Endwert des Ausgangssignals gleich sind, unabhängig davon, ob jetzt ein Hazard auftritt oder nicht. Das heißt, ich rede von einem statischen Nullübergang, wenn meine Anfangs- und Endbelegung beide Null sind. Ich rede von einem statischen Einsübergang, wenn Anfangs- und Endwert des Ausgangssignals beide 1 sind. Genau das, was wir vorhin hatten. Wir hatten Ausgabe Anfangs- und Endwert meines Ausgangssignals waren 1, zwischendrin bin ich kurz auf die 0, das heißt, hier hätten wir einen statischen 1-Übergang. Ja. Umkehrschluss wäre natürlich, also wir haben ja nur 4 Möglichkeiten, wir können von 0 auf 0, 0 auf 1, 1 auf 0, 1 auf 1. Offensichtlich, wenn ich von 0 auf 0 und 1 auf 1 abgedeckt habe, bleiben noch 0, 1 und 1, 0 übrig und diese 2 nennen wir dann dynamischen Übergang. Das heißt, ein dynamischer Übergang, bei dem Anfangs- und Endwert des Anfangssignals verschieden sind, nennen wir dann dynamischen Übergang. Wir unterscheiden zwischen einem dynamischen 0, 1 Übergang, wenn der Anfangswert 0 und der Endwert 1 sind offensichtlich, und einem dynamischen 1, 0 Übergang, wenn Anfangswert 1 und der Endwert 0 sind. Zur Verdeutlichung, ich glaube, das ist recht trivial, trotzdem wollen wir kurz nochmal uns das im KV-Diagramm anschauen. Mein statischer 1-Übergang wäre zum Beispiel der Übergang von diesem Feld zu diesem. Das heißt, meine Ausgabefunktion wäre 1, anfangs eine 1 und zum Ende auch eine 1. Das heißt, hier habe ich einen statischen 1-Übergang. Ein dynamischer 0-1-Übergang wäre zum Beispiel der Übergang von diesem Feld zu diesem und der dynamische 1-0-Übergang wäre genau die umgekehrte Richtung, also von 1 nach 0. So, das war die Definition der Übergänge. Wir können
analog dazu die Hazards definieren, das heißt statt statischen Null-Hazards, statischen Null-Übergängen reden wir dann von einem statischen Null-Hazard und von statt dynamischen 0,1 oder 1,0-Übergängen reden wir dann von dynamischen 1,0 und 0,1-Hazards. Ein Hazard in einem statischen Null-Übergang nennen wir dann auch folgedessen statischen Null-Hazard. Wie würde so ein Hazard aussehen? Ich erwarte einen konstanten Verlauf auf 0 und bekomme hier nochmal zusätzlich einen Wechsel von 0 auf 1, ja? Und noch wieder zurück von 1 auf 0. Also das wäre ein Beispiel für einen statischen Null-Hazard-Fehler. Das wäre auch ein Beispiel für einen statischen Null-Hazard-Fehler. Ich sehe am Anfang, meine Anfangsbelegung hier ist 0, meine Endbelegung hier ist 0, auch hier 0 und 0. Das heißt, unabhängig davon, wie oft ich jetzt hier diesen Wechsel habe, ob es jetzt einmal oder zweimal ist, sobald es mindestens einmal auftritt, habe ich hier ein Problem. Ja? Analog dazu, statische 1-Hazard-Fehler wäre genau andersrum. Das heißt, ich hätte hier, wäre hier bei 1 und müsste dann auch wieder bei 1 rauskommen. Auch hier die Anzahl der Wechsel interessiert mich nicht. Sobald der Wechsel mindestens einmal auftritt, reden wir hier von einem statischen 1-Hazard-Fehler. Dynamischer 0,1-Hazard. Hier wird es ein bisschen interessanter vielleicht, weil ich im Idealverlauf ja auch von 0 auf 1 wechsle. Das heißt, ich würde erwarten, dass ich einmal wechsle. Und jede zusätzliche Änderung würde bedeuten, dass ich hier nochmal so einen Einbruch habe. Also ich habe hier 3 Wechsel statt einem Wechsel. Ja? Also ich brauche ja mindestens 3 Wechsel und hier brauche ich dann, der nächste Schritt wäre dann, dass ich dann 5 Wechsel hätte. Ja? Also 1, 2, 3, 4 zusätzliche. Und das hier ist mein regulärer Wechsel. Den brauche ich so oder so. 1,0 Hazardfehler, selbes. Also wir haben gesagt, wir klassifizieren die Übergänge als statisch und dynamisch. Und bei den statischen sagen wir, es gibt 0 Übergänge, 1 Übergänge, also ein statischer 0 Übergang, statischer 1 Übergang. Und dynamischen haben wir gesagt, es gibt 0,1 Übergänge und 1,0 Übergänge. Und jetzt haben wir noch gesagt, statt Übergänge können wir einfach das Wort ersetzen durch Hazards. Dann haben wir die Klassifizierung von Hazards und würden dann nicht Übergänge, sondern Hazards definieren. Und von der Definition her bleibt es wieder dasselbe. Hört ihr die Animationsgeräusche? Ich wollte sie rausnehmen. Ja. Okay, eine wichtige Sache noch. Ja, Funktionshazards und Strukturhazards, das ist die andere Sache, die wir unterscheiden. Wir haben ja gesagt, wir wollen einmal unterscheiden bei der Hazardbehaftung, ob es abhängt von der Funktion und einmal, ob es von der Implementierung dieser Funktion abhängt. Und was wir hier sagen, ist die Unterscheidung hier, die wir hier treffen, ist einmal, dass wir den ersten Hazard einen Funktionshazard nennen und den zweiten einen Strukturhazard. Das heißt, bei einem Funktionshazard liegt die Ursache in der zu realisierenden Funktion selber. Und beim Strukturhazard liegt das Problem in der Implementierung dieser Funktion. Das heißt, hier könnte das Schaltnetz selber, je nachdem, was für Verknüpfungsfunktionen ich verwendet habe, wie sie angeordnet sind, was für Totzeiten sie haben und so weiter, verantwortlich dafür sein, dass dieser Strukturhazard entsteht. Beim Funktionshazard selber ist es unabhängig von der Implementierung. Das heißt, ich brauche mir die Struktur überhaupt nicht anschauen. Ich weiß direkt, von der Funktion ausgehend kann ich direkt feststellen, dass dieser Funktionshazard vorhanden ist. Also, Funktionshazard, Definition, ist ein Hazard, dessen Ursache in der zu realisierenden Funktion liegt. Er tritt in jedem möglichen Schaltnetz für diese Funktion auf und kann nicht behoben werden. Der Funktionshazard kann nicht behoben werden. Wir werden nachher feststellen, dass wir den Funktionshazard-Fehler eventuell beheben können, aber nicht den Funktionshazard selber. Also der ist immer da. Ja? Beziehungsweise wir haben das vorhin schon gesehen in der Funktion, indem wir die Verzögerungsteile geändert haben oder die Verzögerungswerte der Totzeiten geändert haben, haben wir den Fehler beheben können. Der Funktionshazard selber war aber noch da. Ja? Dann Definition 212, Strukturhazard, ist ein Hazard, dessen Ursache in der Struktur der zu realisieren ist, in der Struktur des realisierten Schaltnetzes liegt. Ein Strukturhazard kann deshalb immer durch Änderung der Schaltnetzstruktur bei gleicher Schaltnetzfunktion behoben werden. Und es ist auch grundsätzlich möglich, ein anderes Schaltnetz zu entwerfen, das dieselbe Funktion realisiert, aber diesen Strukturhazard beseitigt. Klassifizierung von Laufzeiteffekten. Wir haben auf der linken Seite, was wir erkennen wollen. Einmal Funktionshazard, Strukturhazard, Funktionshazardfehler, Strukturhazardfehler. Und auf der oberen Seite haben wir, was wir dafür benötigen. Für den Funktionshazard benötigen wir offensichtlich nur die Funktion des Schaltnetzes.
Um den Strukturhazard zu erkennen, benötigen wir natürlich die Struktur des Schaltnetzes. Und um einen Funktionshazardfehler oder einen Strukturhazardfehler zu erkennen, benötigen wir die konkreten Verzögerungen der Gatter zur gegebenen Struktur des Schaltnetzes. Ja? Ohne diese Informationen kann ich diese Fehler oder diese Funktionshazards selber nicht erkennen. Okay. Ich glaube, bei der Folie höre ich auf. Wir haben Donnerstag, nächsten Dienstag geht es weiter mit Vorlesung. Nächsten Donnerstag werden wir noch mal ein paar Übungen dazu rechnen, zum Todzeitmodell. Wieder zurück im Audimax. Die Anmeldungen für die Klausur, vielleicht für diejenigen, die ihr seid jetzt TI1, das heißt, die meisten von euch betrifft das vielleicht nicht, aber wenn jetzt irgendwelche Studenten von euch die Klausur vorziehen wollen oder so, dann ist die Anmeldung für die Klausur freigeschaltet. Ihr könnt auf der Homepage nochmal ein paar Informationen dazu nachlesen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns nächste Woche.